Hallo, liebe Zuschauer. Zum Wochenstart gibt's gleich mal eine schöne Nachricht aus London. Herzogin Catherine ist wieder schwanger. Sie erwartet ihr drittes Kind. Wie bei den ersten beiden Schwangerschaften ist ihr ziemlich übel. Aber dieses kleine Übel wird sie gerne in Kauf nehmen. Ja, über mangelnden Nachwuchs in den Königshäusern kann man sich zurzeit nicht beklagen. Prinz Karl Philipp und seine Frau Sophia sind letzten Donnerstag zum zweiten Mal Eltern geworden. Und der kleine Prinz da in der Babyschale hat auch schon einen Namen. Gleich erfahren Sie, warum Rockstar Peter Maffay jetzt Traktor fährt und sich im Hühnerstall auffällt. In 90 Sekunden melde ich mich zurück. Hallo zurück, liebe Zuschauer. In puncto Fanhysterie sind Sie die ungekrönten Könige am Lido. George Clooney und seine Frau Amal haben das Filmfest in Venedig kräftig aufgemischt. Amal sah aus wie eine Hollywood-Diva. Da ist was los. Hier kommen weitere Leute heute. Rockstar Peter Maffay ist stolz auf sein neues Anwesen für seine Tabaluga-Stiftung. Dort sollen traumatisierte Kinder die Möglichkeit haben, in der Natur und umgeben von Tieren ihre Erfahrungen aufzuarbeiten. Am Samstag war Richtfest und Peter Maffay hat meiner Kollegin Claudia alles gezeigt. So, wenn Sie nicht jeden Tag auf unsere Promi-News bis 17.45 Uhr warten möchten, dann gucken Sie vorher doch schon auf unsere Facebook-Seite. facebook.com/leuteheute, da halten wir Sie tagsüber schon auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss.